Jo, Leute. Also, Delta 5V ist wieder hier. Das Video hat ja schon begonnen gehabt am Montag. Ich wollte es nur mal als Beginn, wollte ich das jetzt hier am Anfang des Videos machen. Ich wollte eigentlich eine 5-Tage-Challenge machen, ohne zu essen. Dann hat er aber verkackt. Video von Muscle Scorpion ist in der Videobeschreibung verlinkt schon mal. Ganz oben in der Bio. Nein, und ja, ich habe direkt am Montag schon verkackt. Ich hatte nämlich, mir ging es an dem Tag abends, also einen Tag habe ich jedenfalls schon mal durchgehalten. Nur am Abend musste ich dann unbedingt was essen, weil ich hatte die übelsten Bauchschmerzen. Mein Kopf, ich hatte totale Kopfschmerzen, mein Kopf wäre fast geplatzt. Der wäre explodiert fast. Das war, obwohl ich eigentlich, wenn man Kopfschmerzen hat, liegt ja eigentlich eher daran am Trinken. Aber ich habe ja an dem Tag eigentlich schon relativ viel getrunken gehabt und deswegen wundert es mich. Aber egal. Ich würde sagen, Video ab dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Ist wieder am Start. Ich bin gerade auf Arbeit eigentlich und ich wollte nur mal sagen, ich mache das gleich wie Muscle Scorpion. Apfelkirsche, Karotte und rote Beete ist in diesem Saft drin. Ich werde 6 Stück von solchen Säften trinken. Ich habe 3 Stück davon, also 3 verschiedene, und 6 Stück werde ich davon trinken am Tag und 5 Tage lang werde ich ohne Essen machen. Also ich werde jetzt 5 Tage lang nichts essen und mich am einen Tag mit 6 von diesen Säften hier davon ernähren. Ich werde euch den ganzen Tag immer, also einen Tag immer werde ich euch zeigen, wie ich mich fühle und so weiter, also wie Muscle Scorpion es gemacht hat, immer einen Tag vloggen und dann zeigen, wie es ihm ging und alles, was er alles gemacht hat. Und ja, dann werde ich dieses Scheißding jetzt mal aufmachen und kosten. Also riechen tut es schon mal nicht schlecht, riecht eher nach Apfel. Schmeckt eigentlich auch nicht schlecht, das schmeckt richtig lecker. Aber naja. Wir sehen uns dann später, Leute. Haut drin. Bis später. Leute, wisst ihr, das ist ja schon ein bisschen schwer, weil wenn man als Bäcker arbeitet, um sich drum, die ganze Zeit essen, du riechst alles, also ist schon relativ schwer. Aber das denke ich mal, schaffe ich schon hin, denn am Donnerstag bin ich ja relativ zu Hause und Freitag habe ich Schule. Also passt ja schon, deswegen müsste schaffbar sein, aber naja, Samstagabend wird dann gegessen und oh, Bombe. Und wenn ich es früher verkacke, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, weil ich werde auf jeden Fall alles vloggen, die ganzen 5 Tage, jeden Tag werde ich auf jeden Fall vloggen und ihr könnt alles mitsehen. Gut, dann sieht man sich später wieder und dann haut rein. Boah, das ist gerade mal der erste Tag und man merkt schon, wenn man nichts isst, der Bauch fühlt sich schon echt recht komisch an. Also man merkt, man hat das Hungergefühl, man will was essen. Naja, wenn man halt arbeitet in der Bäckerei, ist es halt ein bisschen anders mit dem. Aber naja, ich denke mal, das schaffe ich schon. Jo Leute, jetzt habe ich Feierabend, meine Freunde, und jetzt kommt der zweite Drink. Da ist drin Apfelbirne, Spinat, Grünkohl und Baobab. Also was Baobab, ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich werde das Ding jetzt mal öffnen und mal probieren, wie das Scheißding schmeckt.
Also riechen tut das Ding auf jeden Fall nur nach Birne. Das schmeckt auch irgendwie nur nach Birne. Also, ich bin mal gespannt, wie der andere schmeckt. Hope hat das Schlusswort für bis später und dann sehen wir uns nachher. So Leute, ich bin gerade aufgestanden. Ich bin um 9 Uhr oder 9.30 Uhr bin ich ins Bett gegangen und wir haben jetzt, auch wie viel Uhr haben wir denn? 14 Uhr. Und jetzt bin ich wach. Und mein Kopf tut total weh. Als ob der gleich explodiert. Ich habe voll Kopfschmerzen. Ich hoffe, ich halte es durch. Aber ich denke mal, das schaffen wir schon. Das schaffe ich schon so rum. Und ihr guckt die Videos. Aber egal. So, Leute. Das ist jetzt das dritte. Da ist Orange, Mango und Karotte drin. Das werde ich jetzt auch noch trinken. Und ich muss irgendwie sehen, dass ich die letzten drei später noch alle wegpumpe. Weil eigentlich soll man 6 Stück davon trinken, das erst mein dritter. Das Problem ist, wegen Arbeit und Schlafen, da kann ich die Dinger nicht trinken. Deswegen muss ich das anders machen. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Freundin. Und später sehen wir uns dann wieder, wenn ich zu Hause bin. Dann wird erstmal noch gezockt. Dann trinke ich das nächste. Dann ist der vierte. Und dann muss ich gucken, wie ich die anderen zwei noch trinke. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Jetzt fangen wir wieder mit den roten an. Der vierte Saft wird gegönnt. Momentan platzt mein Kopf fast. Also ich habe die größten Kopfschmerzen überhaupt. Das Problem ist, wenn ich auf Arbeit bin und mich schwindelig werden sollte, werde ich euch das sagen, weil dann muss ich nämlich essen. Weil ich bin ja nicht wie Muscle Scorpion, der die ganze Zeit nämlich zu Hause ist und da eher weniger was passieren kann, weil ich bin auch berufstätig und muss halt arbeiten. Ich muss die ganze Nacht stehen und wenn da irgendwas passieren sollte, muss ich was essen. Also falls was passieren sollte, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das überhaupt noch durchhalte. Also momentan, denke ich mal, schaffe ich das auch noch. Aber ich werde euch auf jeden Fall informieren, wenn ich was essen sollte. Ich werde auf jeden Fall das Experiment hier mal ausprobieren, ob ich es schaffe. Weil ich finde es echt cool, dieses Experiment. Der erste Tag ist fast rum. Heute Abend fahre ich wieder auf Arbeit. Und morgen ist der zweite Tag.